Hallo liebe Fotomagazin-Freunde, wir wollen euch heute eine neue Kamera vorstellen, und zwar die brandneue Olympus OMD EM1 Mark III, schwieriger Name. Die Kamera ist heute am 12.02. tatsächlich vorgestellt worden. Wir haben sie schon eine Woche vorher in der Redaktion gehabt für einen ersten Praxistest. Das Video ist jetzt auch schon eine Woche alt, etwa vor einer Woche entstanden. Im Augenblick ist die Kamera bei uns im Testlabor, und den vollständigen Test, den könnt ihr dann im nächsten Fotomagazin lesen, also in der April-Ausgabe, die am 10.03. ans Kiosk kommt. So, was ist neu? Vielleicht kurz zur Einordnung. Das Topmodell bei Olympus ist ja die EM1X. Die kennt ihr vielleicht, die ist größer, die hat einen eingebauten Batteriegriff und mit Hochformatauslöser. Viele technische Funktionen den bisherigen Kameras auch voraus. Nun hat Olympus gesagt, wir wollen diese Funktionen aus der EM1X auch in einer etwas kleineren Kamera anbieten. Das ist die EM1 Mark III. Ein deutlicher Preisunterschied ist natürlich auch festzustellen. Die EM1X kostet 3.000 €. Die EM1 Mark III wird 1.800 € kosten. Also kompakter, preiswerter, trotzdem aber viele Funktionen aus der EM1X hier eingebaut. Fangen wir mal mit dem Äußeren an. Wer die EM1 Mark II kennt, der wird wahrscheinlich sagen, sieht jetzt nicht so viel anders aus. Das stimmt auch. Also von vorne sieht man, glaube ich, so gut wie keinen Unterschied. Von oben auch nicht wirklich. Ein bisschen anders sieht es schon aus, wenn man sich die Kamera von hinten anguckt. Vielleicht am wichtigsten ist dieser Autofokus-Joystick zum Verschieben des Autofokus-Messfeldes. Das ist sehr praktisch. Die Bedienelemente sind teilweise ein bisschen anders angeordnet, und wir haben hier auf der Oberseite den Belichtungskorrekturknopf. Der ist sehr praktisch, weil man durch Drücken und Drehen am Rad die Belichtung dann korrigieren kann. Bisher war das so, dass man das nur über das vordere Einstellrad oder auch das hintere Einstellrad machen konnte. Da ist man mal leicht dabei gewesen, dass man aus Versehen die Belichtung verstellt hat, wenn man die Kamera aus der Tasche gezogen hat oder so ähnlich. Das ist jetzt also mit dem Belichtungskorrekturknopf, finde ich, besser gelöst. Also ergonomische Verbesserungen kann man schon feststellen. Auch der Griff ist ein bisschen anders geformt. So, jetzt kommen wir aber zu den inneren Werten, und da kommt, wie gesagt, einiges aus der EM1X dazu. Das vielleicht Wichtigste ist der High-Res-Modus oder hochauflösender Modus. Der geht nämlich jetzt auch aus der Hand. Das kennen wir von der EM1X. Da kann man also aus der Hand fotografieren. Die Kamera macht 8 Bilder hintereinander in sehr schneller Abfolge mit elektronischem Verschluss, verrechnet die Bilder dann zu einem hochauflösenden Bild, und zwar mit 50 Megapixeln. Die Kamera selber hat ja eigentlich 20 Megapixel, aber mit diesem High-Res-Shot werden es dann aus der Hand 50 Megapixel. Um das aus der Hand zu realisieren, braucht man ziemlich viel Rechenleistung. Das war auch der Grund, warum die anderen Olympus-Kameras das bisher nicht aus der Hand konnten. Hier ist jetzt ein neuer Bildprozessor drin. Der ist halt leistungsstark genug, um das zu verrechnen. Also es geht aus der Hand, es geht aber natürlich auch weiter vom Stativ. Wir haben es schon mal ausprobiert, also die Qualität ist tatsächlich vom Stativ noch mal ein bisschen besser, aber die Handaufnahmen sind auch deutlich besser als die normalen Aufnahmen, also es funktioniert auf jeden Fall. Wenn man vom Stativ fotografiert, dann kann man sogar 16 Bilder miteinander verrechnen und kommt dann auf 80 Megapixel Auflösung. Also das ist schon mal eine wichtige Verbesserung. Ansonsten, der High-Res-Modus basiert ja auf dem Bildsensor, der sich verschieben lässt. Das gilt natürlich auch, der funktioniert natürlich auch für die Bildstabilisierung wie gewohnt. Die Kamera kann, jetzt müssen wir mal gucken, 7 Blendenstufen kompensieren. Also nur der Sensor-Shift in der Kamera. Wenn man ein bildstabilisiertes Objektiv hat, dann werden die beiden kombiniert. Das heißt Sync-IS bei Olympus, dann sind sogar 7,5 Blendenstufen drin. Also eine sehr, sehr gute Bildstabilisierung eingebaut, wie man das eigentlich auch von Olympus kennt. Was ist noch verbessert? Wir haben leichte Verbesserungen beim Autofokus. Das heißt, da ist jetzt ein Hybrid-Autofokus, kannte man vorher auch schon drin. Der hat eine verbesserte Augenerkennung. Und es gibt einen neuen Modus, der ist tatsächlich ganz neu bei Olympus. Den gibt es bisher auch nicht in der EM1X. Also ein Vorteil auch gegenüber dem Flaggschiff-Modell. Das ist der sogenannte Sternenautofokus. Das heißt, man kann hier jetzt Nachtaufnahmen, wenn man den Sternenhimmel fotografieren will, tatsächlich mit Autofokus machen. Das hat nochmal bestimmte Vorteile. Beim manuellen Fokussieren kann man da mal ein bisschen daneben liegen. Beim Autofokus ist jetzt wirklich optimiert in einem bestimmten Modus für Sternenaufnahmen. Ja, was haben wir noch? Vielleicht eine
Sache, die nicht ganz so gut ist wie bei der EM1X. Also die EM1X hat natürlich nach wie vor ein paar Vorteile. Und weil wir gerade beim Thema Autofokus sind, die EM1X hat ja eine Objekterkennung eingebaut. Das heißt, der Autofokus ist vorher trainiert worden mit sogenanntem Deep Learning. Der Kamera sind also eine Menge Motive sozusagen eingespielt worden, sodass sie dann bestimmte Motive von sich aus erkennt, beispielsweise Züge. Das ist hier nicht drin. Ja? Aber aus meiner Sicht jetzt kein Riesennachteil. Kommen wir zum Video-Part. Video mit 4K natürlich, das ist so, wie sich das heutzutage gehört, Cinema 4K, also 17:9 Breitbild sogar, noch breiter als das übliche 16:9 Video. Was jetzt drin ist, was in der Vorgänger nicht drin ist, das ist ein logarithmisches Gamma. Das heißt bei Olympus OM-Log 400, kennen wir aus der EM1X, ist jetzt hier auch eingebaut, also eine flache Gamma-Kurve, sodass man die Bilder hinterher, die Videos hinterher optimal nachbearbeiten kann. Aus der EM1X noch mit rübergenommen ist beispielsweise der Live-ND-Filter. Das heißt, ich kann hier einen ND-Filter simulieren über Mehrfachbelichtungen. Was haben wir noch? Eine USB-Ladefunktion. Wir haben einen Verschluss, der ist verbessert worden. Der kann jetzt 400.000 Auslösungen, also spezifiziert für 400.000 Auslösungen. Ja, ansonsten Serien kennt man von Olympus immer sehr schnell. 60 Bilder pro Sekunde macht die Kamera tatsächlich. Allerdings muss man da einige Abstriche machen. Das ist mit elektronischem Verschluss und ohne Autofokus. Wenn es dann wirklich darum geht, dass man mit Autofokus Nachführung fotografieren will, was ja in der Regel bei Serienbildern sinnvoll ist, dann ist man bei 10 Bildern pro Sekunde. Das ist bodenständig, aber gut. Ja, das waren so die wesentlichen Fakten, vielleicht nochmal zum Abschluss ganz kurz. Es gibt natürlich noch ein paar Sachen, die EM1X besser kann. Das sollte man vielleicht noch erwähnen. Wer das braucht, der ist dann doch bei der größeren Kamera besser bedient. Das ist zum einen natürlich die Akkulaufzeit. Durch den Hochformatgriff mit extra Akku ist die EM1X natürlich besser, was die Akkulaufzeit angeht. Wir haben noch einen etwas besseren Spritzwasserschutz bei der EM1X. Der ist allerdings hier auch schon recht ausgeprägt. Also die Kamera kann durchaus, wir haben das mit anderen Kameras auch ausprobiert, im Regen mal benutzt werden, ohne dass es da ein Problem gibt. Aber die EM1X, die kann tatsächlich auch noch Wasser mit richtig Druck drauf aushalten. Das ist hier nicht der Fall. Wie gesagt, Objekterkennung beim Autofokus, habe ich schon gesagt, ist die EM1X besser. Und sie hat, das sollte man vielleicht noch erwähnen, sogenannte Feldsensoren eingebaut. Die gibt es hier nicht. Also das ist sowas wie GPS, Manometer, Temperaturmesser. Den gibt es also bei der Mark III jetzt nicht. Trotzdem finde ich ein sehr gutes und rundes Paket. Vor allem gefällt mir, dass sie jetzt wieder kompakter ist, preislich erschwinglicher und eine tolle Kamera, würde ich sagen, so im ersten Eindruck. Alles andere, wie gesagt, im nächsten Fotomagazin. Da gibt es dann den Labortest mit allen Messergebnissen und dann können wir ganz genau sagen, wie die Kamera abgeschnitten hat. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst ein Like oder einen Kommentar oder noch besser, abonniert unseren Channel. Hier gibt es regelmäßig neue Videos und in dem Sinne sage ich bis zum nächsten Mal.